Schönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz begrüßen. In den letzten Tagen hat der Fall des österreichischen Arztes, der aufgrund der mangelnden Italienischkenntnisse in Südtirol trotz der beiden Amtssprachen Deutsch und Italienisch, die in Südtirol gelten, abgelehnt bzw. keine Möglichkeit hat, sehr medial gespielt, auch die Bevölkerung diskutiert. Wenn man sich anhört auf den Straßen, auf den Plätzen, dann wird das von sehr vielen kritisiert. Doch der Fall dieses jetzt medial aufgepoppten Diskurses um den österreichischen Facharzt ist nur die Spitze des Eisberges. Wir konnten feststellen, dass die Berufskammer für Pflegekräfte, für Krankenpfleger, auf ihrer Website vorsieht, und das wird auch vom Südtiroler Sanitätsbetrieb für alle EU-Bürger bzw. Ausländer so empfohlen, dass diese Pflegekräfte in Italien und auch in Südtirol eine Prüfung der Italienischkenntnisse in schriftlicher und mündlicher Art zu erfolgen hat. Das ist eine klare Diskriminierung der Amtssprache, der deutschen Amtssprache in Südtirol. Es muss in Südtirol also auch möglich sein, diese Eintragung mittels einer Prüfung der deutschen Sprache ablegen zu können. Ich möchte betonen, dass diese Prüfung nichts mit der Zweisprachigkeitsprüfung zu tun hat. Das ist ein ganz anderer Bereich. Es geht hier auch darum, dass Krankenpfleger ja auch im privaten Dienst tätig sein können und gar keine Zweisprachigkeit in diesem Fall aufweisen möchte. Ich möchte zwei Sachen vorausschicken. Einmal, wir wissen, dass wir seit Jahren einen Mangel haben, was die Pflegeberufe anbelangt. Und wir werden in den nächsten Jahren, das sagen uns alle Statistiken und Daten, noch viel mehr Pflegekräfte brauchen. Und ich möchte hier wirklich eine Lanze brechen für den Beruf der Krankenpfleger, der Pflegehelfer und aller in diesem sozialen Bereich Tätigen. Denn eine Gesellschaft ohne eine ausreichende Pflege und eine Gesellschaft, die immer älter wird, wird ohne entsprechende Pflege nicht klarkommen und nicht zukunftsfähig sein. Wenn wir in diesem Bereich als Land Südtirol zukunftsfähig sein wollen, dann müssen wir sehr flexibel sein und alle Maßnahmen setzen, um den Pflegeberuf so attraktiv wie möglich zu machen und auch das Angebot und die Möglichkeit, in Südtirol tätig zu werden und diesen Beruf zu ergreifen, so leicht wie möglich zu machen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man die Qualität, den Qualitätsanspruch senkt, aber dass man eben die Zugangskriterien, dass man bei den Zugangskriterien den Menschen entgegenkommt und vor allem, dass man sich an die gesetzlichen Grundlagen hält. Und dazu wird mein Kollege und Generalsekretär Otto Malknecht noch einiges dazu sagen. Ganz kurz auch zu den Berufskammern. Berufskammern haben eine wichtige Funktion und es ist auch eine öffentliche Einrichtung. Wir haben die Berufskammer für Krankenpfleger, OPI, in Bozen, so wie alle Regionen und Provinzen in Italien diese lokalen Kammern haben, die im nationalen Dachverband organisiert sind. Die Vorsitzende der lokalen Berufskammer, die Präsidentin Paola Cappelletti, hat in verschiedenen Interviews in den letzten Wochen auch auf die Anforderungen und Herausforderungen der Krankenpfleger und aller Pflegeberufe hingewiesen. Sie spricht dabei von der Zunahme der chronischen Krankheiten. Sie sagt eben, dass generell die Arbeit für die Krankenpfleger mehr und größer geworden ist. Sie spricht davon, dass wir mehr Pflegekräfte in den Altersheimen und Seniorenheimen benötigen. Sie spricht davon, dass wir auch Krankenpfleger auch bei den Rettungswagen und beim Erste-Hilfe-Dienst brauchen. Sie spricht aber dann auch davon, dass der Proporz ein Hindernis für Südtirol ist,
beziehungsweise für die Krankenpfleger ist, und auch die, der Zweisprachigkeitsnachweis sei laut der zuständigen Präsidentin ein Hindernis für die Attraktivität Südtirols im Bereich der Berufskräfte, des Berufsfelds der Krankenpfleger. In mehreren Interviews spricht sie eben diese Zweisprachigkeit an und sagt, dass dann viele Krankenpfleger das Land verlassen würden und im restlichen Italien tätig sein würden aufgrund dieser Hürde der Zweisprachigkeit. In der Praxis muss man aber feststellen, und ich glaube, die meisten von uns sind in Kenntnis darüber, wie es in unseren Krankenhäusern ausschaut. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass dort die deutsche Sprache sozusagen das große Hindernis wäre. Man sieht viele Pflegekräfte, auch aufgrund des Mangels an Personen, und ich weiß es selber auch vom Einhaltungskomitee von der Einhaltung des Proporzes, dass wenn Mangel ist, es ja in der Vergangenheit immer schon Praxis war, wenn man die Stellen nicht nach Proporz vergeben konnte, wurden sie eben außerhalb des Proporzes flexibel vergeben. Und wir haben jetzt schon bereits viel mehr Italiener in den öffentlichen Stellen als Deutsche. Aber wie gesagt, das ist auch darauf geschuldet, weil wir eben zu wenig Personal haben. Das heißt, wir bräuchten unbedingt mehr Leute auch, um dem Proporz gerecht zu werden, aus dem deutschsprachigen Raum. Damit Menschen aus dem deutschsprachigen Raum in Südtirol tätig sein werden, braucht es natürlich eine gesamte Optimierung des Berufsbildes der Krankenpfleger und Pflegekräfte, aber es muss als erstes gleichgestellt werden, dass die deutsche Amtssprache in Südtirol eben gleichgesetzt ist mit der italienischen Amtssprache. Das ist erstmals im Pariser Vertrag angegeben und im zweiten Autonomiestatut im Artikel 99 ganz klar definiert. Und hier findet eine Diskriminierung statt, und ich muss mich schon fragen, was hier die Südtiroler Landesregierung in den letzten Jahren, auch die zuständigen Landesräte, ob Deiner oder Stocker, und auch die Senatoren von Südtirol in Rom dafür getan haben, dass in Südtirol die deutsche Amtssprache eingehalten wird, bei so einer wesentlichen und sensiblen Stelle, wie es die Berufskammer ist. Dass das niemandem aufgefallen ist, verwundert umso mehr, da die Website der Berufskammer hier in Bozen nur einsprachig zur Verfügung steht. Die Inhalte sind nur auf Italienisch abrufbar. Man findet zwar den Button, um Deutsch anzuklicken, wenn man dann drauf geht, verschwinden alle Inhalte, weil diese Seiten nicht existieren. Ebenso verhält es sich bei den Formularen, die für die interessierten Menschen notwendig sind, die hier abrufbar sind auf dieser Website. Auch diese Formulare sind nur in Italienisch abrufbar und erhältlich. Spätestens da hätte man reagieren müssen. Ich bitte nun Otto Malknecht, den rechtlichen Hintergrund zu prüfen, denn das ist auch interessant. Die Grundlage stimmt nicht einmal, auf die sich die Berufskammer hier beruft. Ja, danke. Zuerst möchte ich nochmal betonen und darauf hinweisen, wie bereits gesagt wurde, dass dort zu unterscheiden ist zwischen dem Proporz- oder Zweisprachigkeitspflicht im öffentlichen Dienst und der Frage des generellen Berufszuganges. Und von dem sprechen wir jetzt. Also die Frage, ob eben zum Beispiel eine österreichische Krankenschwester oder ein Krankenpfleger aus der Slowakei, die zu Beginn nur Deutsch sprechen, ob die in Südtirol auch in die Berufskammer der Krankenpfleger eingetragen werden oder nicht. Aber ist das die Voraussetzung für eine Anstellung? Ja, ja, für die Eintragung. Und die Eintragung ist die Voraussetzung. Nein, die Voraussetzung für jede Krankenschwester, die in Südtirol arbeiten will, egal ob sie, wie viele machen, im öffentlichen Dienst, also in den Spitälern, in den öffentlichen Spitälern arbeiten, oder ob sie im privaten Pflegebereich arbeitet, was sie auch ist, oder auch bei den Ärzten ist es so, dass es Privatkliniken gibt, die Voraussetzung für die Berufsausübung ist die Eintragung in die Kammer. Bei den Ärzten, die Ärztekammer, in dem Fall, den wir heute eben aufdecken, ist eben die Kammer der Krankenpfleger. Und erst dann, nachdem diese Eintragung ist, dann ist die Frage, kann diese Person im öffentlichen Dienst arbeiten? Im öffentlichen Dienst gilt ja bekanntlich grundsätzlich der Zweisprachigkeitsnachweis, wobei in den letzten Jahren aufgrund des Mangels da eben de facto so
Situation geschaffen wurde, wo Leute, die zwar nicht ordentlich Deutsch oder Italienisch können, gewisse Zeit bekommen, 2-3 Jahre Zeit, um das nachzuholen. Aber das ist vorausgeschickt zur Frage. Es geht um die Berufszulassung. Und da sieht man schon auf der Webseite dieser Kammer der Krankenpfleger, dass sie schreiben, per poter essere iscritti, gli infermieri stranieri devono inoltre superare l'esame per la conoscenza della lingua italiana prevista dal DPR 31 agosto 1999 e della circolare del Ministro della Salute del 12 aprile 2000. Und das steht natürlich Einsprache Italienisch bei Iscrizione di cittadini europei o extracomunitari. Also EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger. Und da möchte ich gleich darauf hinweisen, dass diese von der Kammer hier angewandten Bestimmungen, also das erste ist die Durchführungsverordnung zum staatlichen Einwanderungsgesetz, Testo Unico dell'Immigrazione. Und das zweite, also dieses genannte Rundschreiben des Gesundheitsministeriums, ist dann nur eben ein Rundschreiben über die konkrete Anwendung. Diese Bestimmung sieht tatsächlich in Artikel 50, also die Durchführungsverordnung zum Einwanderungsgesetz, sieht vor, dass eben eine Sprachprüfung Italienisch stattfinden soll. Aber, was die Kammer offenbar überhaupt nicht interessiert, im zugrunde liegenden, also höheren Bestimmung im Testo Unico sull'Immigrazione, im Gesetz, steht drinnen, dass dieses nicht für EU-Bürger gilt. Im Artikel 1, ganz groß im Anwendungsbereich, steht drinnen, il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. Warum wendet bitte die Kammer der Krankenpfleger solche Bestimmungen auf österreichische Krankenschwestern oder deutsche Krankenpfleger an, wenn sie gar nicht für EU-Bürger gelten? Also das ist schon mal die erste Frage. Dann zur eigentlich geltenden Bestimmung für EU-Ausländer, um mal von denen zu sprechen. Das wäre die Richtlinie 2005/36/EG vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Und dort ist im Artikel 53 vorgesehen, Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, müssen über die Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind. Und da ist natürlich zu sagen, dass in Südtirol sowohl Deutsch als auch Italienisch Amtssprache ist, mal abgesehen davon, dass 70% circa der Bevölkerung deutschsprachig sind. Also das muss sicher so gelesen werden, dass man eben in Südtirol weder Deutsch oder Italienisch können muss. Das gebietet auch generell und auch für die Nicht-Bürger Artikel 99 vom Autonomiestatut. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Bestimmungen überhaupt von der Südtiroler Autonomie, wo eben die grundsätzliche Gleichstellung der deutschen Sprache festgelegt wird. Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt. Das heißt, Deutsch ist in Südtirol Staatssprache Italiens. Und in diesem Licht eben müsste auch diese Bestimmungen gelesen werden. Bei der Umsetzung der von mir jetzt genannten Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen hat Italien im Jahr 2007 zuerst diese genannte Formulierung mehr oder weniger 1:1 übernommen und 2016 hat man dann noch eine Hinzufügung gemacht, dass eben auch eine Überprüfung der Sprachkenntnisse von italienischen Sprache verlangt wird. Aber auch das sind einfach gesetzliche Bestimmungen. Während das Autonomiestatut, Artikel 99, hat den Charakter eines Verfassungsgesetzes. Das heißt, es steht über dem. Und wenn der Staat jetzt Bestimmungen für ganz Italien macht, dann muss es natürlich für Südtirol im Lichte unserer Landesverfassung des Autonomiestatuts gelesen werden. Das heißt, für Südtirol muss in diesem Sinne entweder Italienisch oder Deutsch, weil ja beide gleichberechtigte Amtssprachen sind. Die Parifikation, wie es diese Regel gilt sicher in erster Linie für die EU-Bürger, aber meines Erachtens auch für die Nicht-EU-Bürger, wenn sie
nach Südtirol kommen und eine solche, Sprachkenntnis gemacht wird. Und das Letzte, auf das ich hinweisen möchte, ist noch, dass offenbar der Kammer seit Jahren das auch bewusst ist, dass sie geltendes Recht bricht. Ich habe nämlich auf einer Webseite krankenschwester.de, in dem so ein Forum ist von deutschsprachigen Krankenschwestern, die in Italien arbeiten wollen. Und da schreibt eine deutsche Krankenschwester über diese geforderte Italienischprüfung: Diese Prüfung hat nichts mit dem Zweisprachigkeitsnachweis zu tun, der in öffentlichen Einrichtungen gefordert wird. Der Witz an der Sache: Der Sprachtest ist nicht EU-konform, sondern wurde in Südtirol aufgrund der vielen Pflegekräfte aus Osteuropa und den damit verbundenen Sprachproblemen eingeführt. Mir wurde bei der Anmeldung mitgeteilt, ich könnte in Brüssel klagen und käme damit auch durch. Sehr lustig. Also das Recht wird gebrochen und man weiß es offenbar sogar. Danke, Otto. Sie sehen, wie viele Fragen hier aufgetan werden. Wir haben diesbezüglich zwei Landtagsanfragen an die Landesregierung vorbereitet. Zum einen einmal, wo geprüft werden soll, was ist bei der lokalen Kammer los, warum sie nur auf Italienisch kommuniziert, warum die Formulare nur in italienischer Sprache abrufbar sind und wer hier verantwortlich ist und ob die Landesregierung hier in Kenntnis davon ist, wie die Situation ausschaut. Aber noch die viel wichtigere Anfrage, ob die Landesregierung das Gesetz überhaupt kennt. Und wenn sie die Gesetze Italiens kennt, wann hat sie sich dafür eingesetzt, dass hier die autonome Kompetenz bzw. die deutsche Sprache in Südtirol gleichgestellt wird? Wann hat sie die Senatoren beauftragt, hier eine Durchführungsbestimmung durchzubringen, dass etwas geändert wird, beziehungsweise wann hat sie eine Eingabe gemacht, dass dieses Gesetz nicht einmal notwendig ist, um hier tätig zu werden? Diese Fragen muss uns die Landesregierung beantworten, denn es ist eklatant, dass hier anscheinend seit Jahren schon in der Praxis die deutsche Sprache diskriminiert wird und die sogenannten Hüter der Südtirol-Autonomie nie auf die Idee gekommen sind, in so einem wichtigen Bereich aktiv zu werden und sich für die Autonomie Südtirols stark zu machen. Und ich möchte schon noch einmal betonen, es geht nicht darum, wie groß der Landeshaushalt ist, es geht auch nicht darum, ob wir Murmeltiere abschießen können oder nicht, das ist alles gut, je mehr wir Kompetenzen bekommen. Der Grundpfeiler, die Grundlage unserer Autonomie ist die Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen Sprache. Damit steht und fällt unsere Autonomie in Südtirol. Und hier muss man wirklich ein Versagen der Landesregierung, ein Versagen der zuständigen Gesundheitslandesräte in den letzten Jahren feststellen. Und wir werden hier auch einen Beschlussantrag einbringen müssen. Denn wenn die Landesregierung nicht imstande ist, die Einhaltung der deutschen Amtssprache zu garantieren, dann müssen wir eine Sprachstelle, die es jetzt schon in einem bescheidenen Ausmaß gibt, dann müssen wir eine Sprachstelle installieren, die dafür sorgt, systematisch in Südtirol die Einhaltung der deutschen Sprache in den öffentlichen Ämtern und in allen öffentlichen Zugängen und überall dort, wo ich eine öffentliche Zugangsklauseln und Hürden habe, dass die dort eingehalten wird. Und wie gesagt, wenn es die Politik nicht imstande ist, dann müssen wir hier eine Behörde einschalten. Denn es kann nicht sein, dass immer wieder einzelne Bürger darauf kommen müssen und die Politik und wir auch als Oppositionsparteien immer nur durch Zufall, weil man gerade irgendwo recherchiert oder weil ein Bürger uns einen konkreten Fall sagt, das kann es nicht sein, wenn wir schon von weltbester Autonomie reden und hier bei der Grundlage, bei der Grundfeste, bei der Grundsäule unserer Autonomie es tagtäglich vernachlässigt wird und sozusagen in der Praxis nicht gegeben ist. Also Deutsch als Amtssprache auf dem Papier sehr wohl, im internationalen Vergleich, wenn wir uns als weltbest darstellen, sehr wohl. In der Praxis, im alltäglichen Leben ist dieser Bescheid aber negativ. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt noch für Interviews zur Verfügung stehen.